Jetzt geht's einmal mehr ums Schönsein. Wer sich viel mit Gesundheit und vor allem Schlanksein beschäftigt, stolpert früh oder später über diese drei Buchstaben. BMI. Doch Ingrid Diem zeigt, dass der auch nur eine Zahl ist und stellt zugleich die Frage, wie viel Frau darf's denn sein? Herzlich willkommen, Ingrid Diem. Mich vergleichen mit gebräunten, operierten, meistens reichen. Hab wochenlang auf Kalorien gezählt, mich hungern durch endlose Tage gequält. Ich weiß, ich hab so manche Rollen, wo ursprünglich keine sein sollen. So richtig geil seh ich nur aus im Photoshop bei mir zu Hause. Den idealen BMI erreich ich vielleicht wirklich nie. Ich mag mich nicht mehr länger zähmen, mich nicht mehr ständig Body schämen. Ich brauch einen Koch und einen Trainer, dann wär mein Leben so viel schöner. Doch bis dahin werd ich mal üben, meinen Körper zu lieben. April fürchte ich mich schon vor der Bikini-Saison und vor den Blicken der Frauen. Denn die können so gemein schauen. Und wie Männer waren nie mein Problem. No. Da fand mich immer einer schön. Yeah. Ich finde keine Zellulite wäre schon die halbe Miete. Yeah, yeah. Nicht mehr ständig Body schämen. Ich brauch einen Koch und einen Trainer, dann wär mein Leben so viel schöner. Doch bis dahin werd ich mal üben. Ich hab das alles gebraucht, den Hintern und auch den Bauch, die waren ein prima Versteck. Doch jetzt schau ich nicht mehr weg. No, 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 no. Ich hab 10 in 2 gemacht, habe denen gecancelt, bin vor Hunger aufgewacht, habe Ahnen gechannelt, 1000 Shakes hab ich getrunken, nach Tofu gestunken, mich mit Kohlsuppe gequält. Mir dient das Feelings geschehen. Ich befolgte die Diktate gegen Kohlenhydrate, sagt in jedem Kilogramm einen strengen Kampf an. Ich kenn Cap B bis Cap E, kenn Jojo. Eine Go. Muss mich sputen vor den Gluten, muss stets geizt mit dem Weizen. Dann wäre noch die Chose mit der lästigen Laktose. Am besten wär vegan, doch das fang ich nicht an. Ich hab's hat, I am over. What the fuck? Hey. Den idealen BMI erreich ich vielleicht wirklich nie. Ich mag mich nicht mehr länger zähmen, mich nicht mehr ständig bei mir schämen. Ich brauch einen Koch und einen Trainer, dann wär mein Leben so viel schöner. Doch bis dahin werd ich mal üben, meinen Körper zu lieben. Danke für die Einladung. Ja, du sprichst jetzt sicherlich ganz vielen aus der Seele. Wie kommst du zu deinen Texten? Ist das wirklich empfunden? Ja, meine Texte waren früher vor allem geprägt von Emotionen, also klassisch Liebe, Liebeskummer, Wut, Trauer. Mittlerweile habe ich das Drama ein bisschen hinter mir gelassen und mit dem Alter und vertone eher Erkenntnisse, aber alles autobiografisch. Ja. Wie gestaltest du deine Programme? Was möchtest du mitteilen? Eigentlich unterm Strich ist mir am wichtigsten, dass ich anrege zur Selbstliebe. Das ist natürlich verdeckt durch 1000 Witze und so, aber das ist eigentlich die Message unterm Strich, die meine wichtigste Erkenntnis war im letzten Jahr und die ich mitgeben will. Weil in Wirklichkeit, wir kennen das ja alles, kommt wir in einen Raum rein, der eigentlich jetzt
wenn man es so mathematisch überprüft, gar nicht so schön wäre, der sich aber so wohlfühlt mit sich, dass sich das in jeder wunderschön findet. Also Ausstrahlung und ja, innere Werte. Andere Menschen sind Models und sie machen den Mund auf und nach 10 Minuten sind sie nicht mehr schön. Also es ist eigentlich ganz wichtig, was man ausstrahlt und was man zu sagen hat. Ingrid, tolle Message. Danke für deinen Besuch bei uns. Gerne.